Hallo Freunde des gepflegten Zockens und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Ich Hunte Dein Shiny. Viel Spaß! Erst einmal zu den Regeln. Grundsätzlich kann jeder mitmachen, der live bei Twitch zuschaut. Also jeder Zuschauer, jeder Follower, jeder Mod und jeder Subscriber. Und dabei hat jeder komplett dieselben Chancen. Also auch jemand, der zuguckt und kein Follower ist, hat genau die identischen Chancen zu gewinnen wie einer meiner Mods. Weil ich mag Giveaways, die fair sind und wo jeder dran mitmachen kann. Und diesmal hante ich anscheinend im Pokémon Strahlender Diamant und im Pokémon Leuchtende Perle. Und genauer im Pokémon Leuchtende Perle. Also wird der Gewinner sich ein Pokémon aussuchen dürfen, was ich für ihn shiny hunte in Pokémon Leuchtende Perle. Und ich jage ihm das so lange, bis es shiny ist. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal das Giveaway und schauen mal nach, wer heute der glückliche Gewinner ist. Und der Gewinner des heutigen Ich hunte deinen Shiny ist Jammy87. Let's go! Jammy, bist du da? Jammy, bitte an Kasse 1. Jammy wird gesucht. Kommen Sie bitte zu Kasse 1 und holen Sie Ihr Shiny ab. Ein Schneebedeck. Ein Schneebedeck für Jammy87 soll es sein. Vielen lieben Dank. Schneebedeck wird es werden. So. Wer Bock hat auf Hogwarts Legacy, das wird hier der Hammer, wenn das Spiel rauskommt. Weil ich werde einfach aussehen wie der größte Trottel. Es wird einfach nur witzig. Ein Cringe? Du bist Cringe! Was ist denn daran Cringe, wenn für euch Harry Potter streamt? Oder Hermine? Mal gucken, wo in welche Richtung es geht. Dumbledore, den Bart habe ich, dann färbe ich mir den weiß. Easy. Und unser Schneebedeck, moin. Hm? Cool. Cool, dass er direkt die erste Kette zerhämmert. Nicknacks finde ich auch lecker, ja. Wer? Ich. Wer gefragt hat. Ja. Kannst du das empfehlen? Aua. Buh, der Krieger? Nö. Die Kette ist schon wieder gerissen, oder? Nee. Die Kette geht noch? Okay, ich dachte gerade, sie geht noch. Voice Crack aus der Hell. Dein erster Eindruck ist schon mal sympathisch. Danke. Gib mein Bestes. Nee, ich bin aber auch sehr, ich muss sagen, ich bin halt sehr glücklich mit dem, was ich hier mache. Also das ist mein absoluter Traum, hier jeden Tag aufzustehen, jeden Tag zu streamen, danach noch ein YouTube-Video aufnehmen. Also ich bin einfach happy. Ich habe halt eine Schwäche für Pokémon, die Kette nicht brechen. Oh, mir juckt der Schädel. Mein Freund hat mir letztens den Schädel rasiert und jetzt juckt mir ja alles. Ah. Sehe ich intelligent aus? Nope. Das beste Frühstück ist immer um 14 Uhr, ja. Okay, Leute, die Kette ist kaputt gegangen. Ich würde auch sagen, es war jetzt die letzte Kette. Aber ich würde sagen, wir reden noch ein paar Minuten entspannt miteinander, aber es war jetzt erstmal die letzte Kette für heute. Da müssen wir leider morgen weitermachen. Ich sehe hier wirklich nichts, Leute. Meine rennenden Augen sehen hier nichts. Die Kette hat nicht mal begonnen? Cool. Danke, Schneebedeck. ob das wirklich so einfach ist, Booster oder ein Display zu gewinnen? Ich habe noch nie was. Ey, Iron, echt, meine Giveaways kannst du gerne, wie gesagt, die Leute hier fragen, sind bis ins Get No Fair. Da hat jeder wirklich identisch dieselben Chancen. Subs, Follower, Mods und auch Leute, die nicht folgen, haben immer dieselben Gewinnchancen bei mir, weil das ist mir halt wichtig, dass die Leute dieselben Gewinnchancen haben. Weil, ja, nicht jeder kann sich einen Sub leisten, das erwarte ich auch von keinem. Und trotzdem finde ich, soll jeder mal die Chance haben, bei Giveaways auch mal gewinnen zu können. Ja. So, komm schon, jetzt wird Zeit. Ubu, ich brauche mal deine Hilfe. Ich weiß nicht, ob ich Dark Arceus oder was anderes hunten soll. Dann hunte Carpador. Ist mein kleiner Tipp an dich. Hunte Carpador. Bah, ich hasse es, im Wasser zu fangen. Mann, bleib hier. Ich hasse es. Ich hasse es. Mann! Bleib! Willst du mich veräppeln? Hm. Gott, ich sehe hier kaum was. Du müsstest ja viel sein. Stimmt, Micro. Wo ich 4565 Encounter gebraucht habe, hattest du dich ja noch köstlich darüber amüsiert. Na? Seht ihr's? Sehr schön.
Da ist das erste, Leute. Vielleicht geht's ja weg. Lauf weg. Nein! Da ist der kleine blaue Stinker. Na, Schneebedeck? Es ist so schön. Aber es ist ein Junge. Vielleicht kriegen wir noch ein Weibchen für ihn. Es ist so süß. Er hat ja... Weiß einer zu... Sprachen lernen, Bubble. Aber welchen Ball nehmen wir für ihn? Ich weiß, Jamie meint, ihm ist der Ball egal. Der Ball ist ihm egal. Aber ich würde natürlich ganz... Habt ihr eine Idee, welcher Ball geil aussieht bei Rex Blizzard? Premierball. Okay, Premierball ist gerade am Gewinnen. Dann kriegt er den Premierball. Vielleicht geht es da sogar weiter. Dann können wir vielleicht noch einen anderen Ball nehmen, dass er die Auswahl hat. Ja, ich will erstmal jetzt mit dem Premierball. Und dann, falls der drin bleibt und noch ein Shiny kommt, variieren wir mal ein bisschen mit den Bällen. Okay, du willst eine Hypnose. Du kriegst eine Hypnose. Nee, wäre total. Ich sehe nur etwas anderes. Also, du siehst ja, hier das Männchen hat nur eine weiße Schicht und zwei dunkle. Und das Weibchen hat zwei weiße Schichten und nur ein dunkles. Also, es hat halt minimale optische Unterschiede. So. Okay, wir gucken mal, ob wir die Kette vielleicht weiterbringen können. Aber ein Shiny haben wir schon mal. So, komm schon. Noch ein Shiny wäre so lecker. Weil dann können wir richtig schön viele Shinies an euch verschenken. Nein, der war zu nah, den habe ich nicht gesehen. Ich hasse es. Leute, ich hasse es. Der war ein Feld weit weg. Also 50-50, dass die Kette kaputt ist. Oh, okay. Er gönnt. Seltsam. Ich dachte, er gönnt nicht. Also der Fehler wurde verziehen, Leute. Der Fehler wurde verziehen. Glück gehabt, er aber sowas von. Hätte jetzt auch ganz schnell mal die Kette kaputt machen können. Aber klar, ich habe das Shiny schon für den Jamie 87, fand ich halt den Shiny. Aber ich will natürlich so viele, wie es geht, für euch noch fangen. Weil ich denke, auch Rex Blizzard ist halt ein cooles Pokémon rein optisch. Das kann man mal mitnehmen. Gleich kommt, ich denke auch Iron Ash. Ich habe auch ein gutes Gefühl beim Shiny. Sagt er, und die Kette ist kaputt. Ich wusste es. Es ist so, man redet über die Kette und dieser Hund macht die Kette kaputt. Gibt's doch wohl nicht. Aber wir haben ein Shiny Schneebedeck für den guten Jamie haben wir bekommen. Aber es ist so ein Klassiker schon wieder gewesen, Leute. Es ist so ein Klassiker. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein Shiny für euch hante, schaut gerne mal bei Twitch vorbei. Da stehen auch in der Info meine Streamzeiten. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Bubu.